Hier kannst du tief eintauchen. Tief eintauchen in die deutsche Sprache zum Beispiel. Guck mal, ein Haufen Wasser ist das hier. Ein Haufen Wasser. Da kannst du nie eintauchen, da kannst du eintauchen und untertauchen. Aber die meisten tauchen wohl woanders unter. Und hast ja schon mal einen Haufen Wasser gesehen. Also, klar, gefroren. Ja, aber der ist hier nie gefroren, der Teich. Und das ist eine Menge Wasser, ganz einfach. Eine Talsperre ist das, einfach ausgedrückt, populär ausgedrückt. Gut, okay, jetzt verraten wir, wo wir sind. Wir sind hier, genau an der Stelle. Hier stehen wir. Ja. Na, ich sag's mal populär. Talsperre Lichtenberg. Danke. Die Talsperre Lichtenberg, etwa 20 Kilometer südlich von Freiberg gelegen, dient unter anderem der Trinkwasserbereitstellung. 9 Jahre von 1966 bis 1975 dauerte der Bau der Talsperre. Vorher mussten 230 Einwohner von Dittersbach, Burgersdorf und Lichtenberg umgesiedelt werden. 45 Häuser mussten weichen. Auch dieser Gedenkstein, dessen ursprünglicher Aufstellungsort sich heute unter Wasser befindet. Auf dem Weg zum Zipfelgipfel. Sieh mal am Zipfel. Trag mal bitte vor. Wir sind die Ersten, die waren 2023 hier gewesen. Das kann jeder lesen. Die Ersten, ja. Endlich mal die Ersten. So, du kannst es wieder reinlesen. Reinlesen. Ah. Sickert, was machst du denn hier? Krabbeln. Beginnt der Abstieg schon jetzt, am 1. Januar. Ich dachte, das wäre für später angesetzt. Ja, wir steigen jetzt wieder ab vom Zipfel. Weichen mussten auch zahlreiche Mühlen am Zufluss im Gimlitztal. So, habt ihr jetzt alles vorgelesen zur Kempemühle? Hast du das begriffen? Begriffen, greifen. Da muss ich mal angreifen. Ich muss mal angreifen Aua. Hier. Das war ja ein Angriff jetzt. Ja, da werden wir noch mal ein Video machen zum Abgreifen. Hm? Abgreifen, Daten abgreifen. Welche Daten willst du denn abgreifen? Hier stehen meine Daten drauf. SM? Ja, die gebe ich freiwillig zur Verfügung. Ja, weißt du, was da manche denken? Die Gimlitz. Und Stopp. Vergreif dich mal nicht an mir, bitteschön. Nee, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich hier nicht vergreife. Hier. Oh, jetzt habe ich mich vergriffen. Jetzt habe ich das Sache im Griff. Du kannst dir das vortragen, aber du bist ja auch schon da. Du kannst es abfotografieren. Schillermühle, ach, der Schiller war hier. Guck an. Ach nee, das war ein anderer. Ja, hier, da waren wir vorhin. Nach dem Aufstieg jetzt bist du noch auf der Höhe. Nee, jetzt bin ich erst auf der Höhe. Ah, jetzt erst. Halt, stehen bleiben. Guck mal, hier sind Leute. Nee, das ist ein Luchs. Ach nee, das sind keine Leute, das sind Figuren. Ja, was ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied, ja. Und das ist der Luchs. Jawohl. So ist es nämlich. Und dort hinten kommen Leute jetzt. Oder Figuren? Ne, die bewegen sich. Schutzhütte am Marktstein. Ach nee, am Marktsteig. Ja. Das Flüsschen Gimlitz ist verdammt, und zwar hier bei Lichtenberg mit einem 300 Meter langen Staudamm. Guck an, weißt du was? Jetzt sind wir auf dem Damm. Nicht bloß auf dem Damm, sondern auf der Dammkrone. Ja, auf dem Damm. Da können wir ja noch weiter hochgehen, wenn wir auf dem Damm sind.
Ja, ich gehe gleich hoch. Ja, ich gehe auch gleich hoch. Sind wir auf dem Damm oder sind wir auf dem Damm? Wie meinst du das mit dem Damm? Diese Sprache. Ja, diese Sprache ist kompliziert. Aber die Natur ist ganz einfach. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Glück zu. Wunderschön das Wandern ist. Wallari, wallaro.